Viel Vergnügen mit der Zooserie auf OS1 TV wünscht Ihnen Lerkams Futterdepot, Ihr Zoofachhändler vor Ort oder im Netz. Wenn einer eine Reise tut. Ein besonders großer Bewohner des Osnabrücker Zoos tritt den nicht ganz einfachen Weg zu seinem neuen Zuhause an. Der junge Giraffenbulle Mamuni, Spitzname Mani, zieht um. Und zwar in den Amersfoorter Zoo in Holland. Mamuni ist ein echter Osnabrücker. Er ist hier im Zoo geboren. Seine Mutter Diana hat ihn am 18. Juni 2008 zur Welt gebracht. Nun ist er bald selbst geschlechtsreif. Zeit, seine Familie zu verlassen und sich anderen jungen Bullen anzuschließen. Damit Mamuni ruhig genug für den Transport ist, hat er schon vor 3 Tagen ein Nervendämpfungsmittel bekommen. In seinem Frühstück am Morgen war nun auch noch ein Beruhigungsmittel. Etwas schläfrig steht Mamuni nun in seinem Stall, während draußen die Vorbereitungen laufen. Oh, hat schon ganz kleine Augen hier. Guckt. Alles ruhig. Ist gut. Ein Giraffentransport ist eine logistische Herausforderung. Der 3,60 Meter große Mani passt nicht in einen normalen Transporter. Ein Spezialanhänger muss her. Dieser hat ein besonders hohes Dach, das sich zum Beispiel für die Unterquerung von Brücken herunterfahren lässt. Wie schnell Mamuni in diesen Anhänger hineingeht, ist nun die große Frage. Manchmal dauert das Verladen einer Giraffe mehrere Stunden. Obwohl Mamuni noch im Stall steht, ahnt er offenbar schon etwas. Er scheint sich bereits von seinen Stallnachbarn zu verabschieden. Die Zoomitarbeiter polstern währenddessen alle Spalten und Kanten mit Stroh. Falls Mamuni doch unruhig werden sollte, könnte er sich sonst verletzen. Ganz genau prüfen die Verantwortlichen noch einmal, ob alles vorbereitet ist. Dann geht schließlich die Stalltür auf. Mani schreitet ins Freie. Nun beginnt das Warten. Wann wird Mamuni seinen Mut zusammennehmen und von selbst in den großen Anhänger steigen? Ein Giraffentransport ist immer was ganz Besonderes und wichtig ist, dass wir das in Ruhe machen. Ganz in Ruhe. Wir können das Tier nicht reindrücken oder hetzen. Also müssen wir abwarten, bis es im Prinzip von alleine reingeht. Das Schwierigste ist, dass die Giraffe, ohne zu erschrecken oder Angst zu bekommen, wirklich auf diesen völlig ungewohnten Hänger geht. Die Giraffe hat noch nie zuvor in ihrem Leben einen Trailer, einen Hänger von innen oder von der Seite gesehen. Das ist was Neues. Diese Tiere sind Fluchttiere, das heißt, es ist Gefahr. Also geht man erstmal nicht da rein. Außerdem ist so ein Hänger, egal wie sie es gestalten, auch ein bisschen dunkel. Also von helle ins dunkle gehen, das ist das Schwierige. Freiwillig. Zuerst hilft alles nichts. Gutes Zureden, Locken, alles lässt den Giraffenbullen kalt. Der große Anhänger ist ihm offenbar unheimlich. Immer wieder schaut er zurück in den Stall. Schließlich greifen die Pfleger zu einer besonderen Methode, die sich auch schon bei früheren Transporten bewährt hat. Sie bespritzen Mamuni mit großen Wasserpistolen, um ihn so zum Anhänger zu treiben. Aber auch diese kleine Dusche hilft nicht. Mithilfe eines Fanggitters können die Pfleger Mamuni schließlich langsam in Richtung Transporter treiben. Ganz vorsichtig muss alles geschehen, damit die junge Giraffe sich nicht erschreckt. Und endlich ist es soweit. Nun geht plötzlich alles ganz schnell. Noch einmal kurz winken und dann ist der Transporter mit Mamuni schon außer Sichtweite. Nur 2 Stunden später kommt er im Amersfoorter Zoo an, in einer reinen Junggesellen-WG, in der Mamuni sich als junger Giraffenbulle so richtig austoben kann. Die Zooserie auf OS1 TV wurde Ihnen präsentiert von Lerkams Futterdepot,
Ihr Zoofachhändler vor Ort oder im Netz.